Ich will zwei Seiten ausprobieren, die ich bei PewDiePie heute gesehen habe. Und zwar sind das die Seiten Inspirobot und Human or Not. Ich weiß nicht, ob ihr da schon was von mitgekriegt habt. Okay, Inspirobot. Inspirobot ist erstmal eine künstliche Intelligenz, die einen inspirieren soll mit künstlich erschafften typischen Inspirationsplakaten. Kennt ihr diese Inspiration Pictures? Genau, diese Dinger hier. The best view comes after the hardest climb. It's never too late to be who you might have been. Be stronger than your excuses. Das sind so normale Motivationssprüche. Und Inspirobot soll dir eben genau solche Motivationssprüche aus allen Eingelesenen rauswerfen, nur künstlich generiert halt, ne? Okay, Duffy, soll ich dich inspirieren? Ja, bitte. It takes contacts to become really good at smiling. Print on T-Shirt. Fühlst du dich inspiriert? Es braucht Kontakte, um richtig gut beim Lächeln zu werden. Wie wär's mit meditieren und sei pleasurable? Wie ist die genaue Übersetzung von pleasurable? Und sei vergnüglich. Meditiere und sei vergnüglich. Ja. Jetzt habe ich Emo-Vibes. Da gab es auch was. Ja, wie ist die Seite früher, wo man das gemacht hat? Es gab doch irgend so eine Seite. Tumblr? War das Tumblr? Du, wie warst du ein ja. Tumblr-Girl? Also, nee, ich mochte Tumblr nicht so gern. Weil? Da habe ich, also ich hatte einmal einen Tumblr-Account, da habe ich halt einfach irgendwelche schönen Bilder hingepostet und sowas. Aber ich habe Tumblr nie verstanden, weil die meisten haben Tumblr irgendwie immer für so Sad-Sachen benutzt. Ich weiß, dass Tumblr viel Porn hatte und dann hat Tumblr es irgendwann gelöscht und daraufhin sind die Leute von Tumblr weggegangen. Ja. Das weiß ich noch. Okay, noch kurz, ich will dich nochmal inspirieren. Das Militär-Industrial-Komplex ends when somebody learns to say no to our Pokémon. Was? Ah ja. Das verstehe ich. Das fühle ich richtig gerade. Darf ich sie einmal kurz in den Übersetzer packen? The Military-Industrial Complex ends when somebody learns to say no to our Pokémon. Der militärisch-industrielle Komplex endet, wenn jemand lernt, nein zu unserem Pokémon zu sagen. Print on T-Shirt. Was ist hier, wenn ich hier raufklicke? Wo geht's? Ja, das kommt in den Merch-Shop. The Military Industry Complex. Oh, das ist super. Das kannst du tragen. Ja, ich würde es nicht auf dieser amerikanischen Seite bestellen, ne? Aber das kann man sich doch abspeichern. Aber jetzt seht ihr, der hat halt 1000 Sachen, ne? Was er einfach daraus macht. Wenn etwas zu respektierbar wirkt, what to be hinged, don't give up. Ich habe echt Probleme, ich kann Englisch echt gut, aber das zu übersetzen fällt mir echt schwer. Wenn etwas zu seriös erscheint, um aufgehängt zu werden, gebt nicht auf. Leute, die Hunger vernichten, planen für Biologie? Ja, ich fühle das. Ich fühle diese Seite. Evolution ist eine Party. Ich druck den Sticker aus und kleb den an Kirchen. Okay, Leute, schön, ne? Ein Elternteil sein ist überraschend ähnlich. Was zur Hölle? Was? Was ist das? Was ist das? Ein Notizbild dazu. Das muss auf dem Shirt. Nein. Manchmal sind künstliche Intelligenzen so seltsam.
Aber sie ist so seltsam in dem, was sie tun. There are shitty startup companies and there are startup companies that are not really startup companies. Es gibt wirklich beschissene Startups und es gibt Startups, die sind keine Startups. Warum ist sie so deprimiert darüber? Schädi, wo du druckst dir das Bild aus und hängst es dir einfach in deine Wohnung. Weißt du, so eine ganze Wohnung, die nur voller Bilder ist. Die Leute denken so auf den ersten Blick so, ja gut, das sind einfach nur so Motivationsbilder. Aber wenn sie sich dann mal alle durchlesen, merken sie, dass das alles Bullshit ist. Oh Gott. Meditate on the inherent self-contradictions of the inevitable. Das klingt viel zu kompliziert. Finding inner peace is not a question of wherefore, but at what cost. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein normaler Satz, oder? Das kann man doch nur. Das inneren Frieden zu finden ist keine Frage von wofür, sondern wie viel es kosten wird. Also. Ja. Das ist vielleicht nicht richtig, sondern es müsste andersrum sein. Es ist keine Frage auf was wird es kosten, sondern wofür macht man es. Das wäre das Schönere. Aber das ist gar nicht so. Das ist das am ehesten passende, was es gibt nach, ne, der militärisch-industriale Komplex endet dann, wenn wir lernen, Nein zu Pokémon zu sagen. Das. Okay, Leute, wir hören gleich auf. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Was ist das? Das ist kein inspirierendes Plakat. Long shall he live, the father who is known for his uncle. But the father who is known for his sexuality must perish. Oh, lang soll er leben, der Vater, der bekannt ist für seinen Onkel. Aber der Vater, der bekannt ist wegen seiner Sexualität, muss vernichtet werden. Willkommen in der Familie. Ey, siehst du Winfried da drüben? Ich kenne seinen Onkel. Daher kenne ich ihn. Ich liebe diesen Mann. Aber siehst du da hinten Jürgen? Der hat Sex. Fick dich, Jürgen! Ganz ehrlich! Und warte es ab, wenn Finny irgendwann Kinder hat, ne? He must perish. Oh, sorry, ich habe gerade viel zu viel Spaß mit dieser Seite. Alkoholismus ist ein Riss in den Gesetzen der Natur? You're capable of making it so that some random guy feels good about their body. Ich liebe das. Ich glaube, das ist eine gute Geschenkidee einfach. Ich glaube, das ist eine gute Geschenkidee. Ihr schenkt einfach irgendwie einer Freundin, die Geburtstag hat, schenkt ihr so ein Bild eingerahmt, richtig schön, mit so einem richtig schönen Rahmen und dann einfach so ein Spruch. Der nächste Spruch, Tobi. Den schenkst du deiner Mom. With theatrical respect comes theatrical beauty. Sie wird das nicht verstehen. Glaubst du, sie wird sich freuen? Ich weiß nicht, wie sie reagieren würde. Ich glaube, sie, keine Ahnung, sie wird voll fragen, was das heißt. Kennst du eine Person, die, wo du weißt, die würde sich vielleicht so normale Bilder aufhängen? Du? Okay, würdest du mir das nächste Bild schenken? Ohne, ja, dass ich es wissen würde. Was? Hasse Geld oder stirb beim Versuch. Was? Dieses Bild im Hintergrund. Jetzt sind die Kommunisten hier schon wieder mit drin. Hasse Geld oder stirb beim Versuch. Diese Plakate hingen früher in der Sowjetunion überall aus, an jeder Wand.
Oh, guck mal. Wenn du merkst, dass du eine gute Zeit hast, denk dran, dir selbst einen Klaps auf den Rücken zu geben, also einen Schulterklopfen zu geben. Das ist doch süß. Richtig kannst richtig beschissen lesen, aber voll süß. Ja. Was ist das für ein Hintergrund? Warum Container? Warum? Okay. Das ist voll süß. Auch das wirkt wie ein ganz normaler Spruch. Tell yourself that you're a millionaire. Weiß ich nicht. Kannst du doch... Tu einfach so, als wärst du Millionär. Scheiß drauf, wer braucht Geld? Tu so. Auch diese Schilder hingen überall in der Sowjetunion, nur ohne die ersten beiden Sachen. Keep on threatening. Und dann fallen wir den Viren im Hintergrund. Okay. Noch drei Sachen. If you can avoid him, you can understand him. Leute, wenn es jemanden gibt, dem ihr gerade aus dem Weg geht, dann könnt ihr ihn auch verstehen. Was? Stand up for magnanimous art. Das ist magnanimous. Für großherzige Kunst. Du sollst für großherzige Kunst eintreten. Und irgendein Koch... Oh, mit Steve. Ich halte die Zigarette, als würde ich einen Joint rauchen. Oh, das Steve. Ich stehe so für großartige Kunst. Okay, das Letzte. Ich finde, das sollten wir uns alle merken. Aber das Bild. Ist halt ein bisschen drauf. Das ist Vatertag in a nutshell. Deine Zeit auf der Welt ist in Ordnung. Denkt dran, merkt euch das, das ist wichtig und natürlich das der Spruch. Bild ist ja. Irgendwie so wie das Meme mit This is fine. Ja. Und merkt euch, der Spruch, wonach wir alle leben, der militärisch-industrielle Komplex endet, wenn jemand lernt, Nein zu sagen zu unserem Pokémon. Manchmal liege ich nachts wach im Bett und dann denke ich an dieses Zitat.